Groupe UDC. Prochain et dernier orateur de groupe, Monsieur Siegenthaler. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Zeit, erste Differenzbereinigung, Zeit, um kurz zu schauen, ob wir mit dem Erreichten bis jetzt zufrieden sein können. Schauen wir uns kurz die Fakten an. Formell gilt es zu bemerken, dass wir zwar die Schuldenbremse knapp einhalten, wenn es denn so bleibt, und damit auch über ein gesetzeskonformes Budget verfügen. Die SVP hat zudem im Rahmen der Differenzbereinigung bei einigen Punkten, insbesondere der Landwirtschaft, Hand geboten und hat zahlreiche Differenzen mit dem Ständerat aus der Welt geschafft. Bei der Qualitätssicherung Milch halten wir aber fest an der Mehrheit und wollen diesen Betrag von etwas über 3 Millionen beibehalten. Aus unserer Sicht ebenfalls positiv ist, dass die Einzahlung von total 150 Millionen über 3 Jahre in die Publika vom Tisch ist. Hier wäre aus unserer Sicht ein falsches Signal gesetzt worden, wenn Steuerzahler für potenzielle Renditeeinbußen bei Pensionskassen hätten bezahlen müssen. Die Frage stellt sich, ob wir mit dem Zwischenstand zufrieden sein können. Wir sind der Meinung, nein. Mit dem vorliegenden Entwurf, auch wenn es jetzt noch eine weitere Differenzbereinigung und die Einigungskonferenz gibt, aber so wie das im Moment aussieht, werden auch im 2018 die Staatsausgaben weiter massiv ansteigen. Das Ausgabenwachstum beträgt gegenüber dem Vorjahr 4,2%, und ich rufe hier gerne noch mal in Erinnerung, dass wir dieses Jahr ein BIP-Wachstum von 0,8% haben und dass die Vorhersagen für nächstes Jahr 1,8% und auch im 2019 die Vorhersagen 1,8% betragen. Das heißt, der Staat wächst weiter, das Doppelte vom Wachstum der Wirtschaft. Wir sind der Meinung, das ist ungesund. Und wenn ich in die Zukunft schaue, was alles im Bundeshaushalt auf uns zukommt, ich erinnere noch mal an die Steuervorlage 17, an eine Neuauflage der Altersvorsorge, Beseitigung Heiratsstrafe, Abschaffung Stempelabgabe, Reform Verrechnungssteuer. Im Bereich der Sicherheit ist großer Handlungsbedarf, Cyberabwehr steht vor der Türe. Wenn ich dann noch sehe, wie der Bundesrat leichtfertig 1,3 Milliarden an die EU verschenken will, a priori ohne Bedingungen und Forderungen, wir eine weitere Milliarde in die Olympiade, an die Olympiade zahlen wollen, und wenn ich höre auf dem Latrinenweg, dass bereits eine nächste Landesausstellung vor der Türe steht, die wir mit 500 Millionen unterstützen sollen, dann wird schnell klar, dass massive Mehrbelastungen auf den Bundeshaushalt zukommen. Eigentlich hätten wir eine gute Nachricht gehabt nach der Ablehnung der Altersreform. Leider ist es so, dass dann in diesem Saal das Geld sofort versorgt werden muss, weil die Begehrlichkeiten massiv steigen, namentlich auch im Bereich der Bildung, wo wir dagegen sind, dass hier weitere Erhöhungen passieren. Zufrieden sind wir also nicht mit der Zwischenbilanz. Aber ich denke, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Noch gibt es weitere Differenzbereinigungen. Ich danke Ihnen. La parole est à Monsieur Siegenthaler pour le groupe BDP.